So, guten Abend. Wie in meinem im Moment noch rendernden Video angesagt, habe ich jetzt ein bisschen Pokémon Go mit euch vor. Man sieht mich zwar wahrscheinlich kaum, hallo, aber ich habe gerade, wie man jetzt eingeblendet sehen müsste, einen Rauch aktiviert, mit dem wir wilde Pokémon fangen. Das heißt, die Folge müsste eigentlich ein bisschen interessanter sein. Ich laufe jetzt einfach mal ganz langsam davor. Ich laufe auch, wo es ein bisschen beleuchtet ist. Wir laufen jetzt durch den Vatikan. Damit man wenigstens ein bisschen was von mir sieht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mich da vielleicht einfach mal unter so eine Lampe stellen soll. Aber da vorne kommen jetzt Leute, und zwar eine ganze Gruppe von Leuten. Deswegen habe ich mir überlegt, ich laufe einfach mal da rechts rein. Ich bin mal gespannt, was der Rauch bringt. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht eingesetzt. Ich habe ihn ja nur bekommen, als ich so krasse Stufenaufstiege gemacht habe. Ja gut, krass ist im Auge des Betrachters. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde, ob ich das schneide oder nicht. Das sehen wir dann ja alles. Ich werde das wahrscheinlich dann wieder so zurechtschneiden, dass es bei jedem Pokémon dann quasi einsetzt. Und ich habe gerade einen super Weg gefunden. Ich laufe einfach einmal komplett um Block herum. Das ist einerseits gut zum Vloggen. Und andererseits ist hier gerade niemand. Wir können uns also eigentlich hier hinstellen und können mal gucken. Na, bringt nichts. Ich muss ja laufen. Bringt nichts. Also Befehl zurück. Ich will ja meinen 10 Kilometer, das kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Eventuell müsste das ja auch gehen, wenn ich langsam laufe. Also ich habe meinen Hypno, ich habe jetzt ein Hypno, ich habe das Traumato weiterentwickelt und ich habe ein Abra gefangen. Das ist mega, weil Abra ist wirklich mein Lieblings-Pokémon. Eigentlich ist es Kadabra. Kadabra ist mein Lieblings-Pokémon, oute ich mich jetzt mal. Aber das kann man ja weiterentwickeln. Allerdings kostet mich das 25 Abra-Bonbons und ich weiß nicht, wo man ein Abra fängt. Ich habe es nur durch den Rauch gefangen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, durch Glück. Aber eigentlich wurde das mir nirgends angezeigt. Also, ich weiß nicht, wo man das herkriegt. Ich habe vorhin schon mal probiert, einen Arena-Kampf zu machen. Habe fast gewonnen. Bis auf 3 Pokémon haben sie meine 2 besiegt. Aber ich habe fast gewonnen. Aber das letzte war, glaube ich, ein Aquana. Und das hatte 1800 Punkte oder so. Da hatte ich dann keine Chance mehr. Da haben dann meine Pokémon den Geist aufgegeben. Aber war ganz interessante Erfahrung. Genauso wie so eine Nachtwanderung hier. Das hätte ich vielleicht mit dem... Oh, ich dachte, da ist jemand. Mit dem Zulfi machen sollen. Und nicht unbedingt ganz alleine. Aber gut. Hier könnte ein Evoli sein. Ich brauche noch 3 Evoli, um mein Flamara zu entwickeln. Was haben wir da? Ach, ein Hanlio. Ach, Mensch. Komm, dich haben wir. Komm schon. Das habe ich gerade ganz schön getimt, weil das letzte Gamescom-Video lädt gerade, beziehungsweise rendert gerade. Und bis ich wieder zu Hause bin, ist es hoffentlich fertig. Ich bräuchte jetzt schon ein... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal. Ach, na, es kommt immer weiter, es geht immer weiter in den Hintergrund. Also müsste es da hinten irgendwo sein. Da werde ich mich dann ein bisschen umschauen. Und mein Arm wird langsam ganz schön schwer, weil so lange filme ich normalerweise nicht in so einer unangenehmen Position. Ich kann ja jetzt wohl schlecht die Cam selbst filmen. Also Evoli, genau. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das auf die Schnelle finden soll. Es könnte überall sein. Aber dafür ist Pokémon Go ja da, dass man nicht nur auf dem Weg bleibt, sondern dass man auch mal vom Weg abgeht. Ein Evoli. Komm zu mir. Nein, nein, bloß nicht abhauen. Klasse. Das hört man gern. Bitte bleib drin. Bitte. Bitte bleib drin. Yes. Ich brauche noch 2 Evoli, um ein Flamara zu entwickeln. Hoffentlich sind wir auf der Reise hier so vom Glück gesegnet, dass wir noch 2 bekommen.
Aber wie gesagt, ich laufe jetzt einmal hier um den Block. Ich laufe jetzt einmal vor, dann laufe ich wieder zurück, weil da vorne stehen mir zu viele Menschen, also ganz außenrum laufen kann ich nicht. Ich hatte gerade das Glück, dass aus einem der Eier ein Nidoran geschlüpft ist. Ich habe schon zwei Stück, aber das ist schon nicht schlecht. Die Sache, warum ich das angeworfen habe, ist, dass das Ei hier nämlich auch noch schlüpft. Also, gucken wir mal, was drin ist. Da lasse ich euch mal live dabei sein. Jetzt wieder bei einem Ex. Ja, das ist nicht schlecht. Habe ich noch nicht. Duroplant, ne? Was? Oder? Hoffentlich mache ich mich da jetzt nicht lächerlich jetzt. Was heißt das? Myraplant. Sorry. Ich glaube, das war die Weiterentwicklung. Oh, sogar noch ein Ei. Das wusste ich jetzt nicht. Dass jetzt gleich noch ein Ei schlüpfen wird. Evoli! Ein Evoli. Ein Evoli ist geschlüpft. What the fuck? Ich kann entwickeln? Wieso habe ich plötzlich 48 Evoli-Bonbons? Ich kann entwickeln? Und Glückwunsch, 10 Eier geschlüpft. Vielleicht durch das Ei habe ich Evoli-Bonbons bekommen. Dann würde ich aber einfach mal umdrehen, würde zurücklaufen und würde mit euch zusammen Evoli entwickeln. Mal schauen, ob es funktioniert. Wenn man es Pyro nennt, müsste es sich normalerweise in ein Feuer-Pokémon verwandeln. Ich hoffe es jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Und wir bekommen ein Flamara. Es hat funktioniert. Ein Flamara. Juhu. Geil. Das Pokémon meines Teams. Team Rot. Ein Flamara wurde registriert. Yo. Wo haben wir die ganzen Punkte her, Alter? Mega. Gut, ich hinterfrag's einfach gar nicht. Und hoffe einfach, dass euch, ja, das kleine Video gefallen hat. Und hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder mit einschaltet. Könnt gerne ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Oder auch ein kleines Abo, würde ich mich sehr drüber freuen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.